Mein Name ist Gerhard Sprung. Ich arbeite an der FH im Studiengang Informationsmanagement und Ausstellungsdesign und halte einen Vortrag über meine Erfahrungen mit den Studierenden, die über Tutorials sich das Wissen abseits von den Lehrveranstaltungen holen, und betrachte damit auch ein bisschen so die Schattenseiten von dieser an und für sich positiv zu bewertenden neuen, von diesem neuen Trend. Tutorial in den letzten Jahren sehr angestiegen ist, wobei ich da jetzt wieder ein bisschen relativieren muss. Suchergebnisse in Google heißt nicht, dass das absolut jetzt steigt. Immerhin ist das Tutorium oder die Unterrichtstechnik, dass eine wissende Person mit einer Kleingruppe, nicht neu. Neu ist es natürlich jetzt dann, dass es schnell und gut weitergegeben werden kann, und wir sehen da, dass diese auf schriftlicher Basis zum Beispiel, dass das ja etwas ist, was wir alle verwenden, ob das jetzt Kochrezepte sind, Bastelanleitungen oder hier Tutorials vom W3C, wie bei euch, HTML-Seiten. 8mm Film zu kopieren, weiterzugeben, zu Hause anzuschauen, war unmöglich. Wann ist das jetzt passiert, dass das möglich geworden ist? Ich habe mal auch wieder eine kleine Analyse gemacht, die Suchbegriffe, den Suchbegriff Screencast. Das fängt jetzt erst 2005 an. Da muss man jetzt wieder vorsichtig sein, weil es hat auch die technischen Möglichkeiten nicht gegeben, das wirklich auszutauschen und zu empfangen. Erst um 2004 ist es dann möglich geworden, die Hardware ist billig genug geworden, die Bandbreiten waren groß genug, die Videokoden der steigt sehr stark an, also das ist lange nicht. 2004, und das ist jetzt die Erklärung für diese Statistik vorhin, wurde dieser Begriff Screencast.